Wahlbeobachter für die Europawahl gesucht. Hier hinter mir das Objekt der Begierde, das wunderschöne Wahllokal, das Gemeindehaus Sprötau und wo man jetzt mittlerweile behauptet, ich hätte diese Wahlauszählung gestört. Wie ich es gestern schon erwähnt hatte, hatte man sich mit meiner bloßen Anwesenheit schon gestört gefühlt. Und da habe ich ein sehr interessantes Thema und eine sehr interessante Situation darüber. Denn wir müssen einfach mal Folgendes überlegen. Kann man jetzt also in einer Demokratie wie Deutschland, in einem so eingeschworenen Kreis von Gemeinderatsmitgliedern wie hier vorhanden, einfach einen Grund kreieren, weil man sich gestört fühlt oder behauptet, der Wahlbeobachter würde die Auszählung stören? Wenn er dann dieser Aufforderung nicht nachkommt, als Wahlbeobachter wohlgemerkt, und auch mit der Tatsache verbunden, dass überhaupt gar keine Störung oder echte Störung vorliegt, ist es dann möglich, diesen Wahlbeobachter einfach entfernen zu lassen? Darüber sollten wir dringend nachdenken. Genau das ist das, was jetzt verlangt wird und was jetzt auch gerade hier in meinem Fall passiert. Abgesehen davon, als die Polizei eingetroffen ist, mir keine strafbare Handlung vorgeworfen wurde, angeblich, ich habe es jetzt in den sozialen Netzwerken wahrgenommen, gibt es wohl eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch gegen mich? Weiß nicht, in so einem Prozess, Wahlauszählung, ja, also es hat definitiv keine Störung in irgendeiner Form meiner Person gegeben. Es gibt auch ein paar Merkmale, woran man das festmachen kann. Diese Merkmale werde ich hier allerdings jetzt nicht erwähnen, weil sie relevant sein werden, bezüglich eines möglichen Prozesses, auf den ich mich jetzt schon vorbereite. Wir müssen also davon ausgehen, dass es jetzt dann auch bald einen Prozess dann irgendwann im Laufe des Jahres möglicherweise gibt, wegen der vermeintlichen oder des vermeintlichen Hausfriedensbruchs. Die Medien schreiben, ein vorbestrafter Wahlbeobachter fliegt aus dem Wahllokal. Das zeigt deutlich auf, wo wir hier in diesem Land hingekommen sind. Eine Bürgermeisterin, die auf mich eingeprügelt hat, ich auch eine Anzeige deswegen fertigen werde. Und wenn ich mein Handy nicht festgehalten hätte, wäre das jetzt kaputt. Ja, dann hätte was mit einer Sachbeschädigung noch zu tun. Das alles hat sich hier in diesem Gebäude zugetragen. Man hat mich aus diesem Wahllokal entfernen lassen mit Hilfe der Polizei. Die Polizei hat mitgespielt, hat das Ganze unterstützt. Ich glaube, man hätte es so machen können, vielleicht auch sollen, dass wenn diese Wahlauszählung angeblich gestört werden sollte, worauf ich ja gespannt bin, was die Begründungen dann dessen sind, hat ja dann die Polizei dann trotzdem noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir bleiben jetzt hier, solange die Wahlauszählung vor Ort ist. Der Wahlbeobachter hat nun mal ein Anrecht darauf, das Geschehen hier zu verfolgen. Und wir schauen jetzt einfach, dass keine Störung in irgendeiner Form dann vorliegt. Das würde ich in einer Demokratie erwarten. Man hat mich dann im Vorfeld dann schon aus diesem Gebäude mit Hilfe der Polizei entfernt. Und das nur, weil ich ganz leise die Bürgermeisterin gefragt habe, die zwei Stühle neben mir gesessen hat, ich lediglich nach der Wahlhelferliste gefragt hatte und sie das verneint hatte. Da habe ich gesagt, okay, muss ich so akzeptieren. Ich habe dann aber gleichzeitig auch die Frage gestellt, ob das als amtierende Bürgermeisterin der Gemeinde Sprötau hier so korrekt ist und ob das ein seriöses Verhalten ist. Kann ich mir schwer vorstellen. Sie wissen, ich bin gerade dabei, das Ganze auch journalistisch zu dokumentieren und auch das werde ich erwähnen und zu Protokoll bringen, dieses Verhalten. Ja. Wir befinden uns in einer sehr, sehr interessanten Phase hier in unserem Land, in Deutschland. Ein politischer Umbruch kündigt sich schrittweise an und da reagiert man möglicherweise ein bisschen empfindlich. Aber das muss man doch in einer Demokratie trotzdem aushalten. Genauso wie wir die letzten 20, 30 Jahre eine, was weiß ich, linksgrüne Regierung ausgehalten haben, ist jetzt vielleicht auch mal eine andere Richtung dran. Ja, Demokratie. Ja, und wenn ich das mit Gewalt versuche zu verhindern, dann habe ich kein Interesse an demokratischen Prozessen, Ereignissen und einem demokratischen Leben in unserem Land. Aber das zu begreifen, ist nicht zu erwarten. Insofern haben wir da, alle Mann, ein sehr, sehr hartes Stück Arbeit vor uns.
Ich werde wiederkommen als Wahlbeobachter, aber nicht alleine. Ich werde ein paar weitere Wahlbeobachter mitbringen, für den Fall der Fälle, dass man mich des Hauses wieder verweisen möchte im Vorfeld. Ja, dass man vielleicht im Vorfeld schon sagt, Herr Brauner, Sie haben jetzt im Haus des Volkes, im Bürgerhaus sozusagen, der Gemeinde Spultau, Betretungsverbot. Damit rechne ich ganz stark. Ja? Auch ich mit meinen Steuergeldern im Übrigen dafür sorge, dass dieses Haus existieren kann. Ja? So läuft Demokratie in Deutschland 2024. Ich freue mich auf diesen Prozess. Wie gesagt, es gibt da ein paar Kriterien, die hat man nicht berücksichtigt. Sehr emotional geladen. Es ist natürlich erstmal leicht, eine Behauptung aufzustellen. Umso besser. Wir haben ja hier, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, 10 Beteiligte, also Wahlhelfer dabei gehabt. Und die werden einzeln vor Gericht eine Aussage machen müssen. Zudem sehr interessant, als diese Situation aufgekommen ist, sind Leute hier stehen geblieben und haben das Ganze beobachtet und gesehen. Und ich bin auch gefragt worden, ob ich Hilfe brauche, weil ich dann am Fenster stand. Ich habe gesagt, nee, es ist in Ordnung. Ich habe Kontakt mit diesen Leuten hergestellt und die werden diesen Sachverhalt, den sie hier beobachtet haben, hier ist nämlich ein Gehweg, ja, den sind sie in dem Moment lang gegangen, hier vorne stand das Fenster auf, und in dem Moment, wo die Situation da aufkam, haben sie das gesehen und wahrgenommen. Sie haben mich schon kontaktiert. Sie haben gesagt, wir sind bereit, auch etwas dazu auszusagen. Das wird interessant. Weil somit bin ich ja in der Situation nicht mehr alleine. Ja? Und deswegen freue ich mich auf diesen Prozess. Es muss jetzt nur noch geklärt werden. Die Polizei hat mir nichts eröffnet hier vor Ort. Weiß nicht, ob sie dazu verpflichtet ist, mir mitzuteilen, dass eine Anzeige oder ein Strafverfahren gegen mich eingeleitet wird. Es wurde mir nichts eröffnet. Ich habe in den sozialen Netzwerken gelesen, angeblich hätten sie mich in Handschellen, also auf den Boden geworfen, in Handschellen rausgetragen und mir sämtliche Sachen vorgeworfen, Nötigungen, Hausfriedensbruch und so, habe ich alles gelesen. Und sollte es so sein, dass also die Polizei mir nichts eröffnen muss und ein Strafverfahren auf mich zukommen sollte, dann werde ich mich natürlich wie in all meinen Prozessen und Verfahren ordentlich vorbereiten, alle Zeugen, die hier zum Beispiel ein Ehepaar, was es gestern zufällig mitbekommen hat, die nochmal abends unterwegs gewesen sind, dahingehend auch ihre Aussagen tätigen werden. Auch da freue ich mich drauf. Vor allem freue ich mich dann auf die Aussagen der Wahlbeteiligten oder Wahlhelfer des Gemeinderats der Gemeinde Spultau und auch der Bürgermeisterin Sabine Redam. Und dann dürfen wir gespannt sein, ja. Und ich bin sicher, da wird es sicherlich den einen oder anderen Widerspruch geben. Ein wichtiger Hinweis, den kann ich ruhig nennen, die Tatsache, dass sie sich daran gestört haben mit meiner bloßen Anwesenheit. Kurz nachdem die Wahlauszählung begonnen hat, eine Dame mit ihrem Telefon, also eine Wahlhelferin, mit einem Telefon hantierte gegenüber der Wahlleiterin. Und sie ist dann zu ihr hingegangen, sie haben dann gemeinsam auf das Handy geschaut und kurz daraufhin kam dann die Reaktion, Herr Brauner, Sie verlassen jetzt sofort hier das Gebäude. Ich würde, also die Behauptung war, ich würde hier Internas nach außen tragen, die in diesem Gebäude laufen. Ich habe nur Eindrücke geschildert, wie ich die Situation hier vor Ort wahrnehme, das ist nicht verboten. Das darf man auch in einem Live-Ticker schildern, ja. Ohne irgendwelche Zahlen zu nennen oder sowas, ja, sondern einfach nur die allgemeine Situation, wie sie dort vorherrscht, und das ist nicht verboten. Das waren Dinge, da hat man sich gestört gefühlt und auch dann die Behauptung des Störers sozusagen aufgestellt. Das ist für mich aber keine Störung in meinen Augen, weil ich mich auch parallel dazu als Journalist oder mit einer journalistischen Tätigkeit auch vorgestellt habe. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Nummer hier ausgeht und mein Aufruf nach wie vor, ganz, ganz wichtig, wir sollten alle dafür sorgen, dass wir da ein Auge drauf werfen. Nicht nur ein Auge auf die Justiz werfen, sondern auch ein Auge auf die politischen Prozesse werfen, insbesondere die Wahlprozesse und Auszählungen.
als Wahlbeobachter. Und ich freue mich auf die Europawahl, wo ich dann auch hier wieder als Wahlbeobachter sein werde. Und wenn man mich dem ausschließt, werde ich das A natürlich berichten und B die Tatsache, dass ich ja nicht alleine bin und alleine sein werde, wird also dafür sorgen, dass wir auf jeden Fall hier mindestens 3 Leute im Gebäude sitzen haben, die die Wahl beobachten, die sie nicht pauschal im Vorfeld ausschließen können und dürfen. Und wenn, dann glaube ich, tut es ja sowieso schon, spricht es Bände. Und ich glaube, dann braucht es auch auf diese Fragen, die wir in den letzten Jahren gestellt haben, keine Antworten mehr. Denn das hier sind, wie es gestern gelaufen ist, Antworten genug. Ich danke euch fürs Zuschauen.